da sitzt gar keiner drauf. Oh. Halt doch jemand die Kutsche an. Ihr müsst schon aufpassen. Ja, gut gemacht. So was habe ich ja noch nie erlebt. Tun, Officer. Prima. Erstatten wir keine Anzeige gegen die Jungs? Glaub mir, wir müssen sie nicht mehr bestrafen. Die bekommen genug Ärger daheim. Die Jungs wissen genau, wenn das Pferd sich verletzt hätte, könnte die Familie auch nicht das Feld pflügen und dann gäbe es im Winter nichts zu essen. Das ist alles? Sie sollen sich einfach nur schuldig fühlen? Es funktioniert. Glaub mir, das passiert ihnen nicht nochmal. Ich schätze, wenn ich auch hier aufgewachsen wäre, dann wüsste ich, wie es hier läuft. Bist du dir sicher? Hä? Wo sind wir? In Ohio irgendwo. Ich vermisse Mami. Ja, ich weiß. Ich auch, mein Junge. Bald kriegst du was für deinen Hals. Ich muss mal aufs Klo. Ich muss pinkeln. Gleich, Kumpel. Hier, Madame, bitte. Der wahre Mörder von Grace Hunter. Ich muss jetzt pinkeln. Okay. Pinkeln. Die Toilette. Gleich da hinten, Mister. Danke. Danke. Geht's noch? Aushalten, ja? Was ist das? Keine Ahnung. Ich weiß, ihr wollt nicht darüber reden, aber ihr könnt es nicht ewig rausschieben. Ihr müsst euch entscheiden. Was ist denn da zu entscheiden? Ihr sollt jetzt euren Lebensabend genießen und euch nicht an diesem alten Gasthof totarbeiten. Und für wen soll ich dann kochen, wenn wir schließen? Wir haben sonst keine Gäste. Genau darum geht's, Lydia. Du musst dann nicht mehr kochen. Ich liebe Kochen. Ihr drei habt euch um mich gekümmert, seit ich 10 Jahre alt war. Ich weiß nicht, was ich ohne euch tun würde. Du gehörst zur Familie. Ja, und als Familie solltet ihr auf mich hören. Bitte. Ich will euch helfen. Ich habe etwas Geld. Dein Großvater hat das Gasthaus gebaut. Wir führen es schon seit Jahrzehnten. Hm. Und erst neulich bist du mit dem Nachttopf die Treppe runtergefallen. Wenigstens hatte sie davor nicht reingemacht. Das ist nicht witzig. Nächstes Mal brichst du dir das Genick. Ja, wirklich. Ehrliche Arbeit hat Gottes Segen. Ja. Ich habe nur solche Angst, dass einer von euch vielleicht was passiert. Aber Rachel soll sich keine Sorgen machen. Dad, komm, eine Kutsche! Ho! Steckt die Kuh im Morast? Haben Sie eine Panne? Ja. Wissen Sie, wo die nächste Stadt ist? Ich habe hier kein Netz. Ja, das ist Sugar Creek. 2 Meilen in diese Richtung. Sie können ruhig hier bleiben. Ich kenne einen Mechaniker. Ich schicke ihn zu Ihnen. Toll. Danke. Hey! Hey! Das ist für uns nicht leicht, Rachel. Okay. Wir schließen das Gasthaus für zahlende Gäste. Danke. Unter einer Bedingung. Sollten wir das Gefühl haben, Gott hat einen Fremden an unsere Tür geschickt,
Dann werden wir die verirrte Seele keinesfalls abweisen. Was? Wie es in der Inschrift steht. Gottes Wille erlaubt keine Kompromisse. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. So hat schon mancher unwissend Engel bei sich aufgenommen. Okay. Gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche wollen Sie zuerst? Die gute ist, ich kann's reparieren. Die kaputte Zylinderkopfdichtung ist die schlechte. Dauert 2 Tage, um den Motor auszubauen und die Dichtung auszutauschen und einen, um ihn wieder einzubauen. Plus die Teile bestellen. Dauert auch 1 Tag oder so. Und was soll das alles kosten? Ich schätze so um die $400. Gut, Sie können die Teile bestellen. Eine Anzahlung wäre prima. Ja. Augenblick. Hast du mein Portemonnaie? Nein? Hey Mann, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber irgendjemand hat mich bestohlen. Wollen Sie jemanden anrufen, der Ihnen aushelfen kann? Nein, da fällt mir keiner ein. Naja, die Polizeistation ist gleich die Straße runter. Reicht Ihnen das hier, bis mir was eingefallen ist? Fahren Sie auf den Hof. Nur für ein paar Tage, ja? Kann man hier günstig übernachten? Zurzeit kann man ja nicht mal teuer übernachten. Alles ausgebucht wegen des Schweiz-Festivals. Der ganze Ort ist voller Touristen. Es gibt einen Campingplatz, ein paar Meilen die Straße runter. Die haben vielleicht noch Platz, falls Ihnen das nicht so unkomfortabel ist. Tja, ich habe wohl keine andere Wahl. Danke. Daddy, ich bin müde. Ich weiß, Kumpel. Wir finden bald was, wo wir uns ausruhen können. Versprochen. Oh, der Rucksacktourist. Oh. So trifft man sich wieder. Wo ist Ihr Fahrzeug? Naja, die Kuh steckt wohl doch sehr tief im Morast. Ah, vielleicht kaufen Sie sich lieber ein gutes Pferdegespann. Ja, eigentlich gar keine so blöde Idee. Oh, der Junge hört sich aber nicht gut an. Wohin geht's denn? Der Kerl da hinten hat gesagt, da ist ein Campingplatz die Straße hoch. Oh nein, nicht doch. Ein Campingplatz ist kein Ort für ein krankes Kind. Er braucht ein Dach über dem Kopf. Tja, selbst wenn wir was finden würden. Ich hab nicht mehr viel Geld. Kommt. Kommen Sie. Ich kenne einen guten Ort. Ja, kommt. Ist gut. Ich bin Eli Troiler und das ist Rosie. Ich bin Joe Matthews. Das ist mein Sohn Bobby. Schön, dich zu treffen, Joe Matthews. Wie war das Essen? Ach, bin ich satt. Lest ihr wieder diesen Schund? Davon verblödet ihr noch. Aber wir wissen, was los ist. Rachel, Kim, klären wir mal die Abläufe für das Festival nächstes Wochenende. Ich denke, wenn wir die Hauptstraße am Ende hier sperren und den Verkehr da hochleiten, dann haben wir hier zusätzlichen Parkraum. Wir brauchen also noch Absperrzäune. Ich muss los, Joe Matthews. Höchste Zeit, die Kühe zu melken. Aber was ist mit der... Meine Cousinen werden sich gut um euch kümmern. Juhu! Juhu! Ich bin Anna. Hi, ich bin Joe. Das ist Bobby. Willst du Kekse? Na komm! Ja, ja, kommt nur, kommt. Es gibt hier keinen Strom. Wir brauchen keinen. Ja, ist gut, aber... Ich hoffe, es ist dennoch gut für Sie und Ihren Jungen. Es ist, ich meine, ja, es ist wirklich toll. Also, Sie bleiben. Und was soll das kosten?
Oh, Eli erzählte von ihrer Situation. Sie sind sicher müde. Sie essen mit uns zu Abend und dann schlafen sie sich ordentlich aus. Über die Bezahlung sprechen wir später. Aber ehrlich? Ich bin Bertha. Das ist Lydia und Anna ist mit ihrem Jungen schaukeln. Ja! Okay. Aber Ma'am, ich... Sie sind hier willkommen. Wie ich höre, erwarten wir sogar mehr Leute als letztes Jahr. Über 60.000 Menschen. Die Direktion könnte uns Verstärkung schicken, falls nötig. Die Rettungsdienste wissen Bescheid. Gut. Rachel, deine Tante ist dran. Kim, schreib doch eine Liste, was wir brauchen. Hallo? Absperrzäune. Rachel! Du kommst doch zum Abendessen, ja? Tante Lydia, kein Grund so zu schreien. Ich verstehe dich gut. Bertha sagt, du musst unbedingt Joe kennenlernen. Wer ist Joe? Das ist Bobby. Er wohnt jetzt bei uns. Sein Dad hat kein Geld mehr. Ist das so? Ja. Wo ist Bobbys Dad? Ah, gut. Rachel ist hier. Rachel, unsere Nichte. Rachel? Das ist Joe Matthews. Officer? Willst du noch mehr? Sehr schön. Sieht gut aus. Delta 107, wir haben soeben die ersten... Ja, Joe, was führt Sie nach Sugar Creek? Sind Sie hier wegen des Schweiz-Festivals? Bin auf der Durchreise. Mein Wagen hat einen Motorschaden. Dann fahren Sie also weiter. Sobald er repariert ist, ja. Geht's heim? Das weiß ich noch nicht. Wo ist er denn eigentlich? Ach, Rachel, so viele Fragen. Lass den Mann essen. Wir reden doch nur. Wir reden nur. Nicht wahr, Joe? Sagen wir einfach, wir pendeln zurzeit. Wo ist Bobbys Mom? Meine Mama ist im Himmel. Oh, lass noch Platz für den Nachtisch. Und morgen zeige ich dir die Kätzchen. Miau. 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 Danke, Ma'am. Das war ein leckeres Essen. Es war ein harter Tag. Sie haben ihn mir wirklich versüßt. Gerne. Als erstes morgen reden wir darüber, wie ich hierfür bezahle. Aber jetzt bringe ich den kleinen Kerl hier ins Bett. Tante Bertha, wäre es okay, wenn ich hier bleibe heute Nacht? Natürlich. Du bist immer willkommen. Gute Nacht, Officer. Falls Sie irgendwas brauchen, ich bin hier. Ich dachte, wir waren uns einig, dass ihr den Gasthof schließt. Waren wir, ja. Und was macht er hier? Wir hatten uns auch darauf geeinigt, einen Fremden nicht wegzuschicken. Dieser Mann ist kein Engel, glaub mir. Ach, du bist immer so misstrauisch. Joe und sein Sohn hat leider das Glück verlassen. Das ist keine Schande, weißt du? Ich weiß, ihr wollt helfen. Aber wir wissen nichts über ihn. Das ist Gottes Welt, Rachel. Er hat ihn nicht grundlos in unser Leben geschickt. Das zu hinterfragen, steht uns nicht zu, Kind. Also gut. Aber dann versprecht mir, dass ihr ihn nicht ins Haus lasst, wenn ich nicht hier bin. Nicht, ehe ich mehr über ihn weiß. Und wie willst du das anstellen? Ich frag ihn. Grant, ich bin's. Ja, soweit ganz gut. Ich weiß, Sie suchen nach mir, deswegen bin ich abgehauen. Hast du Neuigkeiten? Hör zu. Hey, hör zu! Wie oft soll ich dir noch sagen, dass Sie keine Beweise haben? Es gibt absolut keinen Beweis dafür, dass ich es war.
Gut, dann sag Chloe, sie soll dir bezahlen, was du brauchst. Okay, Grant? Spielt keine Rolle, wie viel. Okay, ich rufe dich in ein paar Tagen an. Mama? Hey, Kumpel, alles okay? Ich dachte, Mama ist da. Ich weiß, habe ich gehört. Alles okay, ich bin ja hier. Und bleibst du jetzt bitte ein bisschen bei mir liegen? Ja, klar. Gute Nacht, Daddy. Gute Nacht, Kumpel. Was tun Sie da? Oh, ich habe Ihren Tanten gesagt, ich repariere ein paar Sachen als Bezahlung für die Unterkunft. Hä? Ein Herz und eine Seele, die zwei. Das ist die Mama-Katze. Ja. Kinder lieben Anna. Sie hat ein gutes Herz. Ja, wie alle hier. Echt gute Menschen. Es ist ihre Überzeugung, das Gute im Menschen zu sehen. Was ist mit Ihnen? Mir? Falls einer von Ihnen was passieren sollte, dann ziehe ich den Verantwortlichen zur Rechenschaft. Hey, hören Sie. Sie kennen mich nicht. Ich verstehe, dass Sie misstrauisch sind. Aber keine Sorge, ich würde niemandem etwas tun, der so nett und großzügig wie Ihre Tanten ist. Okay, wenn Sie also nichts verbergen, dann können Sie mir ja Ihren Führerschein zeigen. Glauben Sie mir, wenn ich das könnte, wäre ich nicht hier. Und das heißt? Mein Portemonnaie wurde gestohlen. Kein Geld mehr, kein Ausweis. Liebes Kind, das passt ja wirklich gut. Nein, mir nicht. Passt mir gar nicht. Vor allem, wenn man mich vollkommen zu Unrecht verdächtigt. Joe, bist du fertig mit der Leiter? Ja, fast. Hören Sie, der einzige Grund, wieso ich dulde, dass Sie hier sind, ist, dass meine Tanten meinen, Ihnen helfen zu müssen. Solange Sie hier sind, behalte ich Sie im Auge. Nicht vergessen. Wie könnte ich das? Rachel? Tut mir leid, ich muss jetzt zur Arbeit. Ich komme wieder. Ach, unsere Rachel, immer in Eile. Kaum zu glauben, dass sie beide tatsächlich verwandt sind. Ihr Vater, Bruder Frank, war auch Polizist. Er war? Entschuldigen Sie, aber das sollte ich jetzt nicht erzählen. Nun, könnten Sie jetzt das Gras im Vorgarten mähen? Liebend gern. Gut. Die Sense ist in der Scheune. Sense? Gillette Derrick Motors Gebrauchtwagen, Texas. Gibt es bei Ihnen einen Joe Matthews?
Wenn Sie nie von ihm gehört haben, wieso ist sein Truck dann auf Ihr Autohaus zugelassen? Nein, 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 legen Sie nicht auf. Hallo? Oh, hallo? Wer ist Joe Matthews? Der Kerl, der im Haus meiner Tanten letzte Nacht geschlafen hat. Er hat keinen Ausweis, kein Geld und liefert keine zufriedenstellenden Antworten. Was davon macht ihn kriminell? Ich habe gehört, wie er letzte Nacht telefoniert hat. Er wollte jemanden überzeugen, dass er eigentlich unschuldig ist. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung. Ich habe gerade das Autohaus angerufen. Die haben noch nie von ihm gehört. Also gut. Ich weiß, ich bin neu und so, aber ich habe ein Talent für so ein Zeug. Ich weiß nicht so recht. Vertrau mir. Okay, sein Name ist Joe Matthews. Nummernschild aus Texas. Was noch? Er ist knapp 1,90. Braune Haare, stramm gebaut. Er hat einen Sohn. Bobby, etwa 5. Und was? Naja, er hat lange Haare, einen ungepflegten Bart. Sieht sich an wie irgendein Penner, aber trägt $300-Sneakers. Mach du ruhig deine Sachen. Ich melde mich, wenn ich was weiß. Das Gras kann noch kürzer sein. Ach, kurz? Ganz kurz. Aha. Gut, ich zeig's Ihnen. Aber gern. Sie müssen die Hüfte drehen. Gut. Und das Sensenblatt parallel zum Boden führen. Okay. Die Hüfte drehen. Aha. Und das Blatt parallel zum Boden führen, ja? Versuchen Sie's. Okay. Ja. Besser. Oh ja. Sehen Sie? Gut. Jetzt habe ich's raus. So geht's. Gut. Wo steckst du? Also vielleicht hast du es ja noch nicht mitbekommen. Aber die Presse macht eine verdammt riesen Geschichte aus deinem Verschwinden, hörst du? Wenn sie vorher schon dachten, du hast was mit dem Mord an Grace zu tun, dann sind sie jetzt erst recht hinter dir her. Ich bin nicht nur deine Managerin, sondern ich mache mir auch große Sorgen um dich und Bobby. Kommt heim. Wir kriegen das sicher alles geregelt. Und Dylan ist hier. Ruf mich an. Bist du sicher, dass du nicht weißt, wo er ist? Er hat kein Vertrauen zu mir, das weißt du doch. Dann nerv ihn doch nicht ständig mit deinen lächerlichen kleinen Business-Deals. Das waren lukrative Möglichkeiten. Dylan, ich habe keine Zeit für sowas. Wieso bist du hier? Er ist mein Bruder. Nicht nur du machst dir Sorgen um ihn. Und er hat gesagt, wann immer ich etwas knapp dran bin. Also, was Spesen angeht. Wie viel? Talent. Gut, und wie sieht's aus mit Bobby und Joe Matthews? Gut, dann ruf mich an, sobald du was weißt, okay? Gut. Sieht fast aus wie in der Kirche. Wo wollen Sie hin, wenn Ihr Auto repariert ist? Habe ich noch nicht entschieden. Und Ihre Frau, was sagt die denn? Meine Frau starb vor 5 Monaten. Seitdem bin ich unterwegs. Ja. Es ist hart, jemanden zu verlieren, den man liebt. Aber man kann auch nicht vor seinem Kummer davonlaufen. Was Besseres wusste ich nicht. Ich denke, Sie sollten eine Weile bei uns bleiben. Ich mache mich wieder an die Arbeit. Wir sehen uns, Joe Matthews. Danke, Eli. Kennt ihr eigentlich Mau Mau? Nein? Da, da, da!
Wunderschön. Ja, er singt prächtig. Hallo. Oh, Rachel. Rachel. Komm, setz dich zu. Ich kann nicht. Da sind eine Million Menschen in der Stadt. Ich wollte nur sehen, ob alles okay ist. Joe hat so hart gearbeitet. Da haben wir ihn und Bobby eingeladen, noch eine Nacht zu bleiben. Ist das so? Mhm. Ja. Und wir haben ihm gesagt, er muss unbedingt mit Bobby in die Stadt zu dem Festival. Da gibt's Musik und lustige Fahrgeschäfte. Woo! Das wird spaßig. Dad, bitte. Denkst du, du bist fit genug? Ja, total fit. Okay, dann machen wir uns fertig. Komm, Kumpel. Vielleicht sieht man sich dort, Officer. Ja, ziemlich sicher. Oh, gibst du mir deinen Teller? Oh, danke, Liebes. Ich wasch ab, du trocknest, okay? Ist gut, ja. Gut. Auf den Spuren von Nancy Drew. Müsstest du nicht eigentlich auf dem Festival sein? Hey, Kim, tu mir einen Gefallen. Kannst du gleich den Abdruck für mich einscannen? Vergleich ihn mit der Datenbank, ja? Ich muss wieder raus. Falls du einen Treffer landest, ruf mich an. Sind das seine Fingerabdrücke? Mr. Joe Matthews wird bald kein Mysterium mehr sein. Steht Stein stoßen. Keine Ahnung, was das sein soll. Stein stoßen. Ist wie Kugelstoßen. Nur mit Stein. Ist eine alte Tradition hier. Officer. Ist ja eine Überraschung. Mr. Matthews. Hi, Bobby. Wohin werfen die Steine? Guck's dir an. Wie schwer sind die? 130 Pfund. Circa. Der Rekord liegt seit 8 Jahren bei 4,42 Meter. 2,48 Meter! Na also! Steinstoßen scheint hier ja ziemlich wichtig zu sein. Naja, es gibt ein Preisgeld. $100 für den Gewinner und nochmal 100, wenn man den Rekord bricht. $200 für einen Steinstoß? Das ist gar nicht so leicht. Na los, Dragon! Du schaffst das! Los, Dad, versuch! Das ist schon viel Geld. 1,88 Meter. Nächster Teilnehmer, John Lombardi. Würden Sie wohl kurz auf ihn aufpassen? Ja, sicher. Was sagst du, Coach? Los, mach sie alle, Junge. Los jetzt, gib alles! Oh ja! Hey, wollen Sie sich auch annehmen? Hi, Joe Mitch. Ja, gleich hier. Okay, viel Glück. 3,50 Meter. Oh, nicht schlecht. Nächster Teilnehmer, Big Mike. Ja, Big Mike. Juhu. Los, Mike, du schaffst es. Schlag den Rekord, Mike. Zeig's ihm, Big Mike. Nee, mein Junge. Das Fliegengewicht hebt sich noch einen Bruch. Ihr schafft das nie. Die Steine nicht mehr hochheben. Na los, dräng dich an. Hoch mit dem Ding. Viel Glück, Mann. Meter 57! Neuer Rekord!
muss schon sagen, ich bin beeindruckt. Danke, Officer. Hab das Gefühl, das kommt nicht oft vor, hm? Wenn Sie sagen, Officer, habe ich das Gefühl, ich bin nicht der erste Cop, der Ihnen unbequeme Fragen stellt. Ehrlich? Sind Sie auch jemals nicht im Dienst? Und Sie, beantworten Sie auch mal ehrlich eine Frage? Was, wenn ich Ihnen sage, da gibt's nichts Interessantes und ich will nur meine Ruhe haben, um über ein paar Dinge nachzudenken? Solange Sie bei meinen Tanten sind, reicht das nicht. Okay, hören Sie, ich brauche nur genug Geld, um meinen Wagen zu reparieren, damit ich mit meinem Sohn weiterfahren kann. Und dann werden Sie mich nie wiedersehen. Wie ist Ihre Frau gestorben? Meine Mama ist tot. Schon okay, mein Junge. Gehst du jetzt auch weg? Stirbst du jetzt auch? Nein, keine Sorge, ich werde nirgendwo hingehen. Entschuldigung, das tut mir leid. Hey, ist ja gut, Kumpel, beruhig dich. Bobby, er ist total heiß. Er hat einen Fieberkampf, bringen Sie ihn zu meinem Wagen. Oh mein Gott, Bobby, los, schnell! Steigen Sie ein, ich fahre Sie in die Klinik. Ich weiß nicht, Chief. Er spricht noch mit dem Arzt. Also, ich bleib lieber hier. Ich will sicher sein, dass es dem Jungen gut geht. Okay, danke. Fertig. Bis bald. Wie geht's, Bobby? Es geht ihm gut. Gott sei Dank. Ja, wie Sie gesagt haben, Fieber. Ohrenentzündung, geschwollener Hals. Ich wusste, er ist krank. Ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Ich hätte ihn gleich herbringen sollen. Wenn Sie nicht gewesen wären... Hey, es geht Ihnen gut. Das ist das Wichtigste. Ja. Danke. Ich muss zur Apotheke ein Rezept abholen. Kostet mich 180 Mäuse. Das ist fast Ihr Preisgeld. Ja, dann steht mein Wagen wohl noch ein bisschen länger. Hören Sie, Joe... Nein, nein, nein. Schon klar. Sie tun Ihren Job, sorgen sich um die Familie. Ich würde dasselbe tun, wenn ich an Ihrer Stelle wäre. Also tun Sie mir einen Gefallen erst. Kümmere ich mich um meinen Sohn. Und dann klären wir alles andere. Wollen wir das so machen? Ja, in Ordnung. Joe, schnell! Kommen Sie rein! Kommen Sie! Wie geht es dem Jungen? Er hat Antibiotika bekommen. Er ist bald gesund. Was wird das da? Bobby schläft heute Nacht hier. Im Haus? Mhm. Schon gut. Wir schlafen in der Hütte. Nicht bei dem Wetter. Nein. Der Junge wird sich draußen in der Hütte erkälten. Bobby schläft auf dem Sofa und Joe auf dem Boden. Gleich daneben. Sie haben recht. Hier hat er alles. Danke. Ja. Okay, ich schlafe heute Nacht wohl auch hier, Joe. Reden wir dann morgen? Wo versteckt sich der Baseball-Virtuose Michael Mathias und weshalb? Ist er auf der Flucht, nachdem er seine Frau, das Hollywood-Sternchen Grace Hunter, ermordet hat? Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Unsere Runde heute Abend diskutiert über seine Motive, sein Alibi und über seine Zukunft beim Profi-Baseball. Ihre Freunde machen sich Sorgen. Ist er okay? Er wachte auf, als ich seine Temperatur maß. Dann ist er wieder eingeschlafen. Ich glaube, das Fieber ist am Abklingen. Sie hätten mich ruhig wecken können. Bei meiner Arbeit in der Schule hatte ich auch immer Kinder auf dem Schoß. Vermisse ich. Wenn ich nur wüsste, wie ich Ihnen für alles danken kann. Die Inschrift sagt, du sollst alle Fremden behandeln, als wären sie Engel. Ich bin kein Engel. Bei weitem nicht. Dennoch glaube ich, je weiter sie davonlaufen, desto mehr verlaufen sie sich. Sie sind eine weise Frau, Bertha. Ich bin eine alte Frau. Doch mit einiger Erfahrung. Nun, wir müssen uns entscheiden, was aus Ihnen beiden werden soll. Na, ich denke, ich hole meinen Wagen ab und falle ihn nicht länger zur Last. Sie meinen wegen Rachel?
Ich schätze, ich passe nicht ganz in Ihre Weltanschauung. Verurteilen Sie sie nicht so schnell. Sie musste auch viel durchmachen. Sie hat ihre Mutter verloren, als sie noch sehr jung war, und ihr Vater... Der Polizist war? Was ist mit ihm? Es ist Zeit. Schlafen Sie jetzt. Schon wieder am Basteln? Ja. Ihre Tanten hatten schon eine Liste vorbereitet, als ich zum Frühstück kam. Sie betrachten harte Arbeit als Segen. Soll ich ehrlich sein? Es macht mir so langsam Spaß. Oh, wollen Sie jetzt reden? Fangen wir doch mal mit was Leichtem an. Ihren schon. Gefallen Sie Ihnen nicht? Doch, die gefallen mir. Ich könnte sie mir nicht leisten. Die kosten $300. Ansonsten sehen sie aus, als würden sie auf der Straße leben. Ihre Haare, ihr Bart. Man könnte meinen, sie wollen sich tarnen. Wovor laufen sie weg, Joe? Mein Sohn soll nur die Chance auf ein normales Leben haben. Waren die letzten Tage normal für sie? Im Vergleich zu dem, was wir durchgemacht haben. Unten in Texas? Okay, sie kommen nicht aus Texas. Woher kommen sie? Von überall. Joe, ich bin ein Cop. So läuft das nicht. Sie müssen die Fragen beantworten. Wieso? Habe ich was verbrochen? Das weiß ich nicht. Wie ist Ihre Frau gestorben? Sie wurde ermordet. Ich war weg in der Nacht. Jemand kam zu uns heim und sperrte Bob in seinem Zimmer ein. Er war da drin, bis ich am nächsten Morgen nach Hause kam. Er konnte nicht verstehen, wieso sie nicht auf seine Rufe reagierte. Kennen Sie den Täter? Die Polizei zerpflückte eine Woche lang mein Alibi, aber das nützte nichts. Dann sagten sie, es war ein Zufallsmord bei einem Raubüberfall, der schief ging. Sie glauben das nicht. Sie hat ihn reingelassen. Und das mitten in der Nacht. Wieso sollte sie das tun? Dad, wo bist du? Hey! Du siehst ja kerngesund aus, hä? Ja. Geht's dir gut? Wow. Hab mir Sorgen gemacht. Bonk, 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 bonk. Du hast ganz schön lang geschlafen. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Hey. Danke. Kann ich das kurz sehen? Hast du nicht gesagt, davon verblödet man? Micah Matthias, er ist ein Baseballspieler? Ich glaube nicht, dass er seine Frau umgebracht hat. Ja, sie waren doch alle für die neuen DiMaggios. Rachel, hast du eine Minute? Ja. Oh, ganz vergessen, die Ergebnisse der Fingerabdrücke sind da. Also, wer ist Joe Matthews? Er arbeitet für meine Tanten. Und was an seinem Verhalten brachte dich zu der Annahme, er wäre eine seltsame Person? Er sah verwahrlost aus. Verwahrlost, ja? Haben wir was gefunden? Nein, er ist nicht in unser System. Er wurde nie verhaftet, war nie beim Militär oder für die Regierung tätig. Das ist gut. Nein, Rachel, das ist nicht gut. Du verfolgst einen Mann, der nichts Illegales getan hat. Der sich nach bestem Gewissen um seinen Sohn kümmert. Der für seine Tanten arbeitet, um seine Unterkunft zu bezahlen. Nein, so ist das nicht. Doch, ganz genau so ist das.
Rachel, du bist ein guter Cop. Weiter so und du wirst genauso gut wie dein Daddy. Und Frank Troyer war einer der Besten, mit denen ich je arbeiten durfte. Hier geht's nicht um ihn. Nein, geht es nicht. Es geht um dich. Und das, was du noch zu lernen hast. Das, was Frank besser wusste als jeder andere, den ich kenne. Was denn? Der Job bedeutet weit mehr als eine Marke und eine Knarre. Okay. Und Rachel? Lass ihn zufrieden. Ladies? Wir haben alles schön hergerichtet, Joe. Ja, das sehe ich. Toll, danke. Aber wieso? Damit Sie und Bobby sich wohlfühlen. Oh, das tun wir doch schon. Wir haben ein geschäftliches Angebot für Sie. Wir hätten für Sie einen Job. Ein Job? Mhm. Helfen Sie uns. Es sind viele Reparaturen zu machen. Das Haus soll gestrichen werden und wir können uns nicht länger um den Garten kümmern. Aber Sie können das alles. Wir können nicht viel zahlen, aber Sie könnten für die Reparatur Ihres Trucks sparen. Was Sie dann tun, liegt in Gottes Hand. Was soll ich dazu sagen? Sagen Sie ja. Was sagst du, Bobby? Ist doch schön hier. Finde ich auch. Schätze, das heißt ja. Hey, Bobby kann hier bleiben. Ja? Hey, Sam, hier ist Rachel. Gut, ja. Du, brauchst du noch Hilfe heute? Ich glaube, ich habe da jemanden. Bitte, Karre, machen Sie heute blau? Ja, so ungefähr. Na, dann nenne ich sie auch nicht mehr Officer. Wie geht's dir, Bobby? Ganz gut, weil wir jetzt nämlich auch hier wohnen. Ja, das wollte ich Ihnen noch erzählen. Ihre Tanten haben uns eingeladen, noch etwas länger zu bleiben. Aber wie... Ich meine, die können jede Hilfe brauchen, auf jeden Fall. Hören Sie, eigentlich wollte ich fragen, ob Sie mir einen Gefallen tun. Klar. Jedes Jahr nach dem Festival spielt die Baseballmannschaft der Feuerwehr gegen die Highschool-Kids. So zum Spaß. Aha. Tja, aber die sind leider unterbesetzt dieses Jahr. Spielen Sie Baseball? Mein Dad ist der Beste. Er ist nicht ganz unparteiisch. Sie würden allen einen Gefallen tun, wenn Sie spielen. Ich habe Ihren Tanten versprochen, dass ich heute den Zaun richte. Die können Sie sicher für ein paar Stunden entbehren. Und gibt's da Hot Dogs? Ich bitte dich, natürlich gibt's da Hot Dogs. Gehen wir, Dad, bitte. Ich tu's aber nur wegen der Hot Dogs. Los, mach sie alle, Junge. Muss mir aber einen Handschuh leihen. Das kriegen wir hin. Ja! Okay, Leute, hört mal her. Das ist Joe Matthews. Er springt für Larry ein. Los, wir wollen was sehen. Bist du fit im Baseball, Joe? Ja, ist schon eine Weile her. Vielleicht fängst du im Right Field an. Oh ja, das klingt gut. Gut, okay, jetzt geht's los. Kommt schon, jetzt geht's raus. Los, zeigen wir den jungen Hüpfern, wie man Baseball spielt. Ah, da ist ja unser mysteriöser Mann. Bisschen zottelig, aber definitiv gut aussehen. Aber darum geht's doch nicht. Als ob er dir nicht gefallen würde. Okay. Okay. Thank you.
ist dran. Na los, komm schon. Schlag ihn aus dem Stadion raus. Du schaffst das schon. Ja, neuer Schlagmann. Meinen richtigen Schlag sehen jetzt. Zeig's uns, Joe. Hau ihn in die Wolken! Schlagmann steht! Schlag einen Home Run, Daddy! Home Run will ich sehen! Erster Strike! Bist du eingeschlagen? So doof zu schlagen, Herr da! Oh, das ist nicht gut. Nein, wirklich nicht. Nein. Das kriegst du hin! Konzentrier dich! Noch zwei Mann drin! Mach schon! Hau bloß nicht wieder daneben! Na los schon! Komm schon, Dad! Diesmal mit offenen Augen! Yeah! Zweiter Strike! Der war ja noch schwer. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Komm schon, Junge, jetzt mal mit Schwung! So, eine Chance hat er noch. Den nächsten Ball kriegt er. Komm schon, streck dich auf! Einladung oder was? Hast du schon von diesem Homerun gehört? Ja, der Typ hat den Ball fast bis Kanada geschmettert. Meine Fresse, das war ein Schlag. Das kannst du laut sagen. Ah, das musste wohl sein. Konntest es nicht sein lassen. Du musstest eine Show abziehen. Und was tust du jetzt? Hä? Ich habe nur einen Ort gesucht, wo mein Sohn wieder in Sicherheit ist. Jetzt ist alles dahin. Doch ich kann nicht weg von hier, weil mein Wagen im Arsch ist. Jetzt brauche ich Hilfe. Hi. Hi. War ein gutes Spiel. Sie sind tatsächlich so gut, wie die Zeitungen sagen. Wann haben Sie rausgefunden, wer ich bin? Ich bin noch dabei. Wer ist Chloe? Sie ist meine Managerin. Sie managt mein Leben. Sie hat den Auftritt organisiert, eine Motivationstagung. Ich sollte nur auftauchen und Autogramme geben. Die Bezahlung war unglaublich, dass... Konnte ich nicht ausschlagen. Und die Polizei wusste das? Ja, und ich hatte 10.000 Zeugen. Wieso beschuldigt man sie? Tja, sie wussten sonst nichts. Sie hatten keine Ahnung, keine Hinweise. Sie kamen immer wieder darauf zurück, wieso Grace die Tür öffnete und wie der Mörder Bobby einsperrte. Dann war es jemand, den sie kannte, der wusste, dass Bobby da ist. Und sie haben in der Scheiße gewühlt, wollten wissen, hatte Grace vielleicht eine Affäre und hat den Kerl reingelassen. Hatte sie? Nein, glaube ich nicht. Es lief aber nicht gerade gut zwischen uns. Was heißt das? Ich liebe Grace. Aber sie war ein Filmstar und Karriere stand an erster Stelle. Das wusste ich, als wir heirateten. Ich dachte nur nicht, dass wir uns so fremd werden würden. Wir haben die Fassade aufrechterhalten. War nur eine Frage der Zeit. Tut mir leid. Und ist dir nicht klar gewesen, wie das aussieht, wenn sie die Stadt verlassen? Die Klatschblätter kampierten vor meiner Tür. Wir waren Gefangene im eigenen Heim. Armer Bobby. Ich hatte genug, mein Sohn hatte genug. Ich wollte so weit weg, wie ich konnte. Haben Sie denn keine Familie, zu der Sie könnten? Ich habe einen Bruder, Dylan.
Er kommt nur dann, wenn er Geld braucht. Sie hätten mir gleich sagen sollen, wer Sie sind. Dann hätte ich Ihnen trauen müssen. Mit Vertrauen war ich sehr vorsichtig, als ich herkam. Aber ich sollte Ihnen trauen. Ich weiß, das tut mir leid, das war nicht fair. Ich hätte eben nicht gedacht, dass ich einen Ort finde, an dem ich mich wieder sicher fühle. Wo mein Sohn ein ganz normales Kind sein kann. Und es ihm besser geht. Was haben Sie jetzt vor? Tja, das hängt von Ihnen ab. Sie denken, Sie können mir nicht vertrauen? Die Medien bezahlen viel Geld, um zu erfahren, wo ich bin. Das erfahren Sie von mir nicht. Danke. Maika. Ja. Kann ich Sie weiter Joe nennen? Hab mich dran gewöhnt. Ich mich auch. Okay. Also, Joe, kein Baseball mehr für Sie. Das können Sie zu gut. Ja, ja, ich weiß. Vielleicht fällt mir noch ein anderes Spiel ein. Mal sehen. Guten Morgen, Schlafmütze. Was ist das? Ich schätze, das sind Kirchenglocken. Gehen wir denn jetzt in die Kirche? Bertha sagt, ihr zwei sollt reinkommen zum Frühstück. Ja, schnell. Naja, und dann spannt ihr Nelly an. Dann könnt ihr los. Wohin denn? Hast du die Glocken überhört? Ja, wir gehen in die Kirche. Wer ist Nelly? Hier, Pferdchen. Wow, bleib doch mal stehen, hey. Hier, Pferdchen, hier, komm. Ach, komm schon, Nelly, lass mich nicht so blöd aussehen. Sieht aus, als spielt ihr Fang. Ja. Können wir nicht mit dem Auto fahren? Nein, Bertha sagt, wenn Sie länger hier sind, müssen Sie auf dem Pferdewagen fahren können. Komm schon. Ach, Joe, was tun Sie denn da? Also eigentlich könnten wir doch auch laufen. Lassen Sie die Albernheiten. Sie müssen los, sonst kommen Sie zu spät. Okay. Okay. So geht das. So geht das. Mhm. Legen Sie das Zaumzeug an. Rachel, zeig ihm doch gleich den Wagen. Auf geht's, Cowboy. Danke. Ihre Tanten haben sich selbst übertroffen. Wieder mal. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn so hat schon mancher unwissend Engel bei sich aufgenommen. Und daran glauben Sie ganz fest. Ja, Sie glauben von ganzem Herzen dran. Aber ich hab's nicht so mit Fremden und ich bin noch nie unwissend einem Engel begegnet. Vielleicht liegt das ja daran, dass Sie ein Kopf sind. Nein, das war schon so, bevor ich zur Polizei ging. Was? Was meinen Sie? Vertrauen Sie mir? Ja, tue ich. Ich will Ihnen auch vertrauen. Also, ich bin auch noch nie einem Engel begegnet. Manchmal reicht ja auch ein ganz normaler Mensch. Es war mein 10. Geburtstag. Die Tanten machten leckeren Kuchen. Also wollten Dad und ich hinfahren. Er hielt bei der Bank. Da war ein Mann, der gerade die Bank überfiel. Mein Dad war in Uniform. Und er schrie: Polizei! Hände hoch! Bah!
Der Typ hat ihn erschossen. Getötet. Daddy, steh auf! Steh auf, Daddy! Bitte, steh doch auf! Bitte! Daddy! Daddy! Wow. Alle fingen an zu schreien, hatten Panik. Oh nein! Alle runter, los! Mein Dad war... Er lag dort tot. Ich schnappte mir seine Pistole. Ich zielte auf den Typen. Ich wollte ihn erschießen, aber ich konnte nicht. Komm, mein Schatz. Ich habe immer noch so große Angst, dass mir irgendwas weggenommen wird. Dass ich liebe. Ich kann nicht jedem trauen. Also, ich verspreche Ihnen, niemand versteht diese Angst besser als ich. Mag Mama am allerliebsten von allen. Danke. Wirklich süß. Wirfst du ein paar Steine mit mir? Ja, liebend gern. Auf geht's. Wollen wir? Hä? Wo sind denn jetzt... Ah, da ist eine. Eingeschlafen. War ein langer Tag. Der schönste Tag aller Zeiten. Und ich zitiere wörtlich. Wow. Ich schlafe heute Nacht zu Hause. Den Tanten geht's sehr gut, also... Sie schulden Ihren Fans eine Erklärung. Sagen Sie, Maika, spielen Sie nächste Saison? Und was machen Sie hier in Sugar Creek? Wie hat sich den Tod Ihrer Frau Ihr Leben verändert? Maika, wie bewerten Sie die Chancen Ihrer Mannschaft? Wie geht es Ihrem Sohn? Maika! Maika! Antworten Sie auf die Frage. Eine Frage noch. Ich habe mein Recht auf Antworten. Hallo? Wieso tust du das? Warum hast du das getan, Rachel? Ich hatte dir vertraut, wie kannst du das Bobby nur antun? Joe, was ist los? Ich hoffe nur, es hat sich finanziell gelohnt. Joe? Steckte er sich in diesem Haus. Polizei kommt.
Die Polizei? Die Kamera mit. Können Sie uns irgendwas sagen? Officer, wie gut kennen Sie Mr. Matthias? Spricht denn keiner mit uns? Ma'am, wie heißen Sie eigentlich? Ma'am, wo wollen Sie hin? Okay. Bitte, können Sie uns sagen? Nur eine Frage. Gehen wir jetzt? Ich fürchte ja. Geht's ihm gut? Ich war das nicht. Ach, und wer dann? Nur du wusstest es. Das weiß ich nicht. Ich war's nicht. Ich hab's niemandem erzählt. Was? Ihr müsst hier raus. Ich schleus euch an den vorbei. Das schaffen wir ohne dich. Joe, bitte glaub mir. Bitte. Ich heiße Maika. Maika Matthias. Frag doch die Reportermeute da draußen. Schon wieder steckt die Kuh im Morast, Joe Matthews. Da kommt sie. Lauf Officer, da ist sie wieder. Gibt es Neuigkeiten für Maika? Mr. Matthias nimmt bald Stellung zu der Sache. Aber in der Zwischenzeit möchte ich Sie bitten, die Privatsphäre der Amish-Familie zu respektieren, die ihn hier aufgenommen hat. Das ist alles. Los, setz dich darüber. Die Polizei hat es bestätigt. Maika Matthias versteckt sich in diesem Haus hier. Uns wurde versichert, dass er schon bald ein Statement abgeben wird. Euch Kameraleuten möchte man wünschen, dass euch die Sau im Hafer erstickt. Was faselt der? Wichtig sein. Dann werde ich leise beten, dass uns keine Touristen begegnen. Hey, Chloe! Was? Wo? Hi, Chloe. Maika? Oh, Maika! Ich bin hier in einem Zug. Ein berühmter Baseballspieler? Was hatte er denn vor unserer Tür zu suchen? Alles, was er sonst gesagt hat, ist die Wahrheit. Er wollte nur all dem entkommen. Ist Obi jetzt fort? Ich befürchte ja. Das ging echt schnell, nachdem bekannt wurde, dass sich Maika Matthias in unserer kleinen Stadt befindet. Ach, dann muss er ja rauskommen. Ich glaube, wir können jetzt gehen. Ach komm, warten wir noch. Rachel, das wollte ich wirklich nicht. Mhm. Wie viele Magazine liest du? Hat überraschend lange gedauert. Wem hast du es denn zuerst gesteckt? Sowas würde ich nie tun. Und woher wissen Sie's? Facebook. Aber ich habe allen gesagt, es ist ein Geheimnis und dass es keiner erfahren darf. Wie viele Freunde hast du auf Facebook und wie viele Freunde haben die wohl? Es tut mir so leid, Rachel. Vergiss es. Ist nicht mehr wichtig. Er ist weg. Facebook? Ja, irgendwas über ein Baseballspiel in Sugar Creek, Ohio. Ein Freund von mir hat's gesehen, rief mich an und ich eile herbei zur Rettung. Hm. Dann war es nicht sie. War nicht wer? Wovon redest du? Rachel. Sie ist, sie ist eine Freundin. Maika, was ist eigentlich mit dir passiert? Wo ist Bobby? Und warum bist du so angezogen? Bobby ist bei Eli. Er ist auch ein Freund. Und die Kleidung brachte mich an den Reportern vorbei. Mach dir keine Sorgen, das kriegen wir alles wieder hin. Hier habe ich was Richtiges zum Anziehen. Ich kümmere mich um die Presse. Und natürlich kümmere ich mich um dich. Wie ich es immer tue. Das ist mir alles egal. Ich will nur zurück in das Haus. Oh, natürlich. Aber zuerst habe ich dir noch was zu sagen, weißt du? Es geht um Dylan. Was ist mit ihm? Würde Grace deinen Bruder nachts ins Haus reinlassen, wenn du nicht da bist? Ja, hier, Rachel.
gibt nur eines in der Welt, dessen ich mir absolut sicher bin. Du hast keinen Facebook-Account. Richtig. Es war Kim. Ich hätte dir glauben sollen. Woher weißt du es denn? Hi, ich bin Chloe. Hi. Rachel Troiler, Chloe Stiles, sie ist mein Business Manager. Danke, dass Sie sich so gut um Micah und Bobby gekümmert haben. Ja, wissen Sie, die zwei haben sich richtig gut angepasst. Ja, sehe ich, echt schick. Mhm. Wir verfrachten ihn ins nächste Flugzeug nach L.A. Da machen wir wieder einen Menschen aus ihm. Wie schlagen sich deine Tanten? Tja, ich glaube, Tante Lydia hat sie schon alle für sich gewonnen, mit ihren Keksen. Okay. Das ist echt toll. Ehrlich, sehr ehrlich. Ich meine, die platzen hier rein, uneingeladen, belagern das Haus und deine Tanten heißen sie mit offenen Armen willkommen. Sie sind's gewohnt. Die Leute haben sich eigentlich schon immer über ihre Kleidung amüsiert. Sie fotografieren, ohne zu fragen. Sie haben sich vor langer Zeit entschieden, dass es einfacher ist, zu sich zu stehen, statt vorzugeben, jemand anders zu sein. Mach dir keine Sorgen, Micah. Ich kümmere mich um die Presse. Das ist meine... Nein, Rachel hat recht. Was? Kein Verstecken. Hier hinten über das Feld ist er sicher auch gegangen. Jetzt heißt es... Oh, Moment mal. Hey, was ist denn das für ein Wagen? Ich glaube, da kommt er. Micah? Los, komm! Mr. Micah, bitte steigen Sie aus. Durch. Muss ja auch ein Wagen sein. Mach die Kamera an, Mensch. Mr. Micah, eine Frage. Was tun Sie hier in Sugar Creek? Maika, hier drüben. Matthias. Einmal in die Kamera, bitte. Wow. Wer ist das? Okay, also schon klar, ihr habt viele Fragen. Ich werde so gut wie ich kann beantworten. Aber vielleicht machen wir es uns gemütlich. Es dauert eine Weile. Hey, Lydia. Ist noch was übrig von deinem leckeren Apfelkuchen? Ich back noch schnell ein Blech. Dann sind wir eine ganze Weile durch den Mittleren Westen gefahren. Wundervoll dort. Oh, wir waren auch... Wir fanden ein Barbecue-Restaurant in Oklahoma City. Ich weiß nicht, was sie dort in die Barbecue-Soße tun. Aber sie ist... köstlich. Und, Missouri. Kennt irgendjemand in Missouri die Stadt Max Creek? Camden County? Ich hau ab. So eine Zeitverschwendung. Wenn er so weitermacht, verlieren noch alle das Interesse. Ganz genau. Also man kann ja wirklich sagen, was man will, aber sie verstehen was von Vogelbeobachtung. Ich beobachte selten Vögel, aber einmal kam ich in den Genuss, eine Purpurschwalbe zu sehen. Ich 10 Stunden. Angeblich frisst eine Purpurschwalbe 12 Moskitos pro Nacht. Es gibt hier eine riesige Uhr mit einem Schweizer Jungen, einem Bübli als Figur. Dazu eine Band mit Instrumenten, eine Trompete... Eine Fiedel? Wartet, es wird noch besser. Einem Cello, einem Basscello. Okay, Chris. Machen Sie es gut, Mann. Das war ja eine einzige Pleite. Viel Glück in Toronto. Was denkst du? Ich denke, wenn da noch ein Platz ist in der Hall of Fame für den langweiligsten Spieler aller Zeiten, dann ist das deiner. Danke. Meine Arbeit hier ist getan. Bobby hat gesagt... Weil Eli Sau Junge kriegt, will er heute Nacht dort bleiben. Oh. Tja. Das wird seit langem die erste Nacht, in der er allein ist. Also, das war zwar nicht ganz leicht, aber im Motel gab's noch ein Zimmer für dich. Schon gut, ich bleib hier. Was immer du willst. Rachel, fahren Sie in die Stadt, dann fahre ich Ihnen nach. Es wird schon bald dunkel, ich will mich nicht verfahren. Klar. Wir sehen uns dann morgen. Okay. Okay. Hey, Ihre Fragen können sicher bis morgen warten, okay? Hallo, Micah. Dylan. Du warst schwer zu finden die letzten Tage. Ich glaube, wir sollten mal reden.
Warst du da? Können wir nicht reingehen? Ich erklär's dir, Micah. Antworte einfach. Warst du in L.A. in der Nacht, in der Grace gestorben ist? Ich war da. Aber nur wegen einer Geschäftsidee, über die ich reden wollte und... Was hast du getan? Warte! Ich war es nicht! Ich schwör bei Gott, Micah, ich würde Grace nie etwas antun! Wieso bist du da nicht zur Polizei? Was hätte ich sagen sollen? Dass dein armseliger Bruder da war in jener Nacht, aber nichts getan hat? Warum sollten sie mir glauben? Nicht mal du glaubst mir. Mein Sohn war die ganze Nacht eingesperrt und schrie nach seiner Mutter. Das Haus war dunkel. Ich hab geklingelt. Keine Reaktion. Ich hab gedacht, ihr seid alle weg. Ich hatte gar keine Ahnung von dem Mord, bis ich es am nächsten Tag in den Nachrichten gesehen hab. Grace war immer nett zu mir, Micah. Obwohl ich weiß, dass sie mich nicht mochte. Sie war ein guter Mensch, das hat sie nicht verdient. Geh jetzt. Verschwinde einfach. Du hältst nicht viel von mir und ich nehm's dir nicht übel. Aber ich würde niemals deiner Familie schaden, das musst du mir glauben. Nur das wollte ich dir sagen. Und keine Sorge, ich werde nicht mehr länger zu dir kommen und dich nach Geld fragen. Hallo. Du bist die Nächste. Halt dich fern von ihm. Wer ist da? Hallo? Wen ich da hab. Hey, Kumpel. Wie geht's dir? Wo ist denn dein Bart? Der ist weg. Soll ich dir was sagen, Daddy? Was? Alice Sau hat 9 Babys gekriegt. Zuerst waren es nur 8, doch dann kam noch eins. Hoho, ehrlich? Danke fürs Heimbringen. Kann ich kurz mit dir reden? Und du hast die Stimme nicht erkannt? Mm-mm. Der hat irgendeinen Effekt benutzt. Die Nächste. Das war auf Grace bezogen. Dann muss das der Täter gewesen sein. Mein Bruder kam zu mir letzte Nacht. Was? Wieso? Um mir zu sagen, dass er in Los Angeles war, als Grace getötet wurde. Weiß die Polizei in L.A. das? Er hat geschworen, er war es nicht. Das ist doch ein seltsamer Zufall. Er taucht in derselben Nacht auf, in der ich einen Drohanruf krieg. Wieso sollte Dylan dir drohen? Keine Ahnung. Ich muss ins Revier. Rufst du an, wenn du was von ihm hörst? Rachel? Sei vorsichtig. Und du halt hier die Augen für mich offen. Hast du nicht meine Mail gelesen? War eine Einladung zum Mittagessen. Ich check meine Mails nur noch selten. Aber wenn du Hunger hast, Lydia macht genug Essen für eine Armee. Micah, ich kann mir gar nicht vorstellen, was du die letzten Monate durchgemacht hast. Womöglich war diese ganze Roadtrip-Geschichte eine gute Idee, aber ich glaube, es wird Zeit, dass du wieder nach Hause kommst. Ich habe auch drüber nachgedacht. Ich bin so froh, das zu hören. Weil ihr mir alle beide so am Herzen liegt. Und es ist wirklich das Beste. Ich habe drüber nachgedacht. Und wir sind noch nicht so weit heimzukommen. Das Frühjahrstraining startet in Kürze. Das Frühjahrstraining? Wow, Baseball ist das Letzte, woran ich momentan denke. Es kann doch nicht sein, dass du deine ganze Karriere wegwirfst für... Joe! Brauchst du noch mehr Wasser? Danke. Entschuldigen Sie mal. Wir reden hier. War das für Sie verständlich? Wieso redet sie denn so? Danke dir, Anna.
Rede so nicht mit dir, Chloe. Oh, tut mir leid, Micah, aber ich muss an deine Karriere denken. Ich hab zu tun. Micah? Gut, ja, werd ich. Okay, danke. Das LAPD fand keine forensischen Beweise oder Spuren von Dylan Matthias. Das macht ihn aber nicht unschuldig. Okay, danke. Laut Telefongesellschaft kam der Anruf letzte Nacht von einem dieser Wegwerfhandys. Lässt sich nicht verfolgen. Aber wir wissen, dass es in LA County gekauft wurde. Na gut. Okay, geben wir eine Beschreibung von dem Kerl an alle Beamten raus. Schick sie auch ans Sheriff Department, die will ich dabei haben. Ich will, dass die wissen, was hier los ist, okay? Okay. Gut. Danke. Was war das? Warte hier, Kumpel. Feuer! Anna ist da oben. Joe, helfen Sie ihr! Anna! Oh. Anna, komm raus! Joe, komm zu dir! Anna! Lieber Mann! Mach die Tür auf meiner Seite ist kein Griff! Dreh den Türknauf, du musst ihn drehen! Ich kann ihn nicht drehen! Hilf mir! Anna, geh von der Tür weg, ja? Geh weg! Geh kurz einen Schritt zurück! Anna! Los, komm! Komm schon, komm her! Ich hab dich, schon gut. Ich hab dich. Bob ist unten und wartet auf dich, okay? Joe! Rich! Joe! Was? Joe, Bertha! Bertha ist noch hier unten. Okay. Tante Bertha, geht's dir gut? Ist noch jemand drin? Ich weiß nicht. Joe! Bertha! Joe! Bertha! Joe, sie ist draußen, da ist okay. Sie. Anna! Anna! Kleine Schwester! Sie brennt in Sicherheit! Geht's dir gut? Bertha! Komm schon! Rachel! Komm, ja, alles gut, okay! Du hast mich gerettet! Aber das Haus brennt ab! Rachel! Haus brennt ab! Ist schon gut! Wasser ab! Miller, Zustand des Hauses prüfen! Da lagen Benzinkanister in der Hecke. Der Brandschutzbeauftragte ist auf dem Weg. Er muss der Sache nachgehen. Heißt das, das war Brandstiftung? Könnte sein, ja. Sie haben nicht zufälligerweise eine Ahnung, wer diesen netten Ladies schaden will? Wenigstens müssen wir das Haus jetzt nicht mehr streichen. Es tut mir so leid. Gott wird uns beistehen. Ich bringe Sie zu Eli, bis wir mehr wissen. Okay, ich bleib hier und beantworte ein paar Fragen. Bis dann, ja? Joe hat uns gerettet. Es tut mir so leid, dass ich nicht für euch da war. Bevor wir zu Eli fahren, muss ich noch was zu Hause holen.
Ich liebe diese Kleinstädte. Niemand schließt seine Türen ab. Nicht mal Polizisten. Chloe? Weißt du, ich muss dich ganz dringend etwas fragen. Jetzt sind alle in Aufruhr wegen des Feuers. Das heißt, wir sind ganz ungestört. Ich hatte nichts gesagt von Feuer. Du und Maika. Wie sage ich es am besten? Ist da was? Was? Ich kenne ihn verflucht gut. Und ich kann dir sagen, er mag dich wirklich. Und ich habe gesehen, wie ihr euch anseht. Irgendwas sagt mir, du findest ihn auch attraktiv. Okay, sie gehen jetzt besser, bevor... Bevor was? Du denkst doch nicht, du kriegst die Knarre raus, bevor ich dich erschieße. Oder, Rachel? Und ich werde dich erschießen. Sie haben Grace getötet. Sie hatte ihn nicht verdient. Und du auch nicht. Hey, Joe. Joe, da will jemand mit Ihnen reden. Die Deputies des Sheriffs fanden ihn in einem Motel in der nächsten Stadt. Er war die ganze Nacht dort, also kann er das Feuer nicht gelegt haben. Dachtest du wirklich, ich wäre fähig, so etwas zu tun? Was hätte ich denn glauben sollen? Du tauchst auf, als nächstes kriegt Rachel einen Drohanruf, das Haus brennt ab. Chloe hatte recht, ich kann dir nicht trauen. Chloe? Ja, was denkst du, woher ich wusste, dass du in jener Nacht in L.A. warst, hä? Micah, ich sprach mit Chloe immer über Geld. Ich habe ihr nie erzählt, dass ich in dieser Nacht in der Nähe deines Hauses war. Was soll das heißen? Kommen Sie mit! Na los! Los, Jungs, mitkommen! Sie haben Bobby ganz alleine eingesperrt. Er war nie allein. Ich wartete in der Dunkelheit, bis Maika heimkam. Und als sie dort gewartet haben, haben sie Dylan gesehen. Was denkst du denn, wie es für mich war, als ich Bobby so schrecklich schreien hörte? Aber er musste in seinem Zimmer bleiben. Ich konnte ihn seine Mutter nicht sehen lassen. Und sie denken, sie können ihren Platz einnehmen? Wenn Maika und ich verheiratet sind, werde ich eine bessere Mutter sein, als sie jemals war. Wozu das Feuer, Chloe? Er wurde zu ansässig an diesem Ort. Er soll heimkommen mit mir. Rachel, Bertha fragt, wieso das so lange dauert. Rachel, du bleib bloß liegen. Setz dich auf sie drauf, Anna. Los, los. Ist das für sie verständlich? Rachel? Okay, Ladies, ich übernehme. Vielen Dank. Geht's dir gut? Ich fürchte, es war Chloe. Sie hat Grace getötet. Ich weiß. Anna, Sie können aufstehen. Okay. Ganz ruhig, Miss. Beruhigen Sie sich. Sie sind verhaftet. Rollen Sie sich auf den Bauch und legen Sie die Hände auf den Rücken. Lassen Sie mich los! Ganz ruhig. Okay, heben wir Sie hoch. Vorsicht, Miss. Na also. Ich wollte für immer bei dir sein. Das war alles nur für uns. Na los, gehen wir. Geht's dir sicher gut? Ja, mir geht's gut. Anna, Lydia, kommt. Kommt nach draußen. So hat schon mancher unwissend einen Engel ins Haus gelassen. Oder wissentlich. Es ist vorbei. Nein, es ist erst der Anfang.